Willkommen zurück zu Total War Medieval 2 Kingdoms, die Teutonenkampagne. Ich fürchte, die letzte Folge ist in den Gezeiten der Geschichte verloren gegangen. Da habe ich einmal zu viel geklickt und die Aufnahme ging direkt durch den Backup durch in die, in die Annalen. Fürchte ich. Sorry. Bin trotz allem auch nur ein Mensch, wie ich immer wieder erschüttert feststellen muss. Deshalb, let's go. Gott steh uns bei. Unsere Feinde belagern uns. Jo, die sollen kommen. Fasst Mut, Männer! Gott stellt sich mit uns gegen den Feind! Das war für uns eine Verlockung. Ist für Litauen auch. Sollen sie kommen? Der Gegner steht hier. Muss offenbar hier durch. Soll er kommen? Soll er doch kommen? So, und die Schnarchbären trotten langsam mal los. Oh, die kommen über den Berg. Die kommen über den Berg. Was ist denn hier los? Was ist das für eine Scheiße? Und die werden beschossen. Lieber Scholli. Zum Glück leiden wir kaum Verluste. Doch der Gegner umso mehr. So. Und jetzt lang der Fleet. Ja, es ist langsam. Um Gottes Willen, kommt man dahin. Verflucht! Unser Feind hat das Kommando über die Stadt! Gute Nachrichten! Der Feind hat nicht länger das Kommando über die Stadt! Auf dem Berg fürchte ich, haben wir keinen Vorteil, oder? Keinen taktischen. Oder einen truppenspezifischen. Unsere Armee ermüdet! Heiliger Vater, gepriesen sei der Herr! Unser Feind hat die Kontrolle über die Stadt verloren! Jetzt rasen wir hoch und schnappen uns hier diese vorwitzigen Lanzenreiter. Das sind halt das wohl die stärksten Gegner, die wir haben, oder? Lanzenreiter. Herr, verflucht! Unser Feind hat... Gute Nachrichten! Der Feind hat nicht länger das Kommando über die Stadt! Muss er kommen, oder? Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Die Fernkampfreiter, ja. Noch haben wir sie im Griff. Herr im Himmel! Wir haben den feindlichen General gefangen! Das wird den feigen Hund lehren, den Schmatz einzuziehen und zu rennen! Der wohl letzte Gegner? Die armen Brustschützen. Die dürften in Massen fallen. Im Zehnerpack. Ich habe mein Pech gehabt. Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert, denn die Niederlage scheint fast sicher. Im Moment liegt das Schlachtenglück bei uns. Komm. Beten wir, dass es so bleibt.
Das ist ein klarer Sieg. Zack. Wie ihn nur Männer von großer Tugend. Hatten wir denn Dusel? Kaum zu glauben. Lösegeld. Ja. Schade. Gott hat uns den Sieg gebracht. Hätte mir gefallen. Bist du Geld verdienen? Tja, Königsberg. Schön wär's gewesen. Wie kann ich helfen, mein Herr? Wir hören euch gerne an, aber erwartet nicht zu viel. Wie wär's mit Frieden? Ausgeglichen klingt doch gut. Können wir Geld zahlen? Haben wir noch was übrig? So, alles, was wir noch haben. Komm. Leider können wir das nicht. Auf Wiedersehen. Mehr gibt's nicht, Pappnase. Ja, Herr. So. Dann ab. Aber natürlich, mein Herr. Sofort. Morgen geht die Reise weiter. Königsberg erobern. Hallo, wie soll das gehen? Polen, sehr gut. Freut mich, dass Sie zufrieden sind. Trotzdem könnt ihr uns bei der Intelligenz im Rücken fallen im nächsten Zug. Damit haben die keine Probleme. So, wir haben wieder 45 Reiter anscheinend. Die haben sie geholt. Okay, das ist Polen und Römische Reich. Das ist in Ordnung. So. Wir haben kein Geld für irgendwas. Leider müssen wir uns hier erholen. Gut. Das heißt, wir machen schnell weiter. Nichts passiert. Wir haben wohl nicht viel Geld verdient. Abwehrtruppen haben sie geholt. Brauchen wir einen Pfaffen? Nee, ne? Nicht wirklich. So, was brauchen wir? Wir haben hier einen Pfaffen. Und das war's, ne? Ich glaube, das wäre mal echt fällig hier. So eine Balustrade. 61, 68 Reiter. Puh. Das ist echt toll. Für uns. So. Hier ein Pfaffen. Und dann machen wir noch 1, 2, 3, 4. Für Bialystok. Genau. Mehr geht nicht. Litauen. Heute bringen wir euch eine Nachricht, nicht den Krieg. Den geht's so gut. Kein Problem. Fahren wir. Lebt wohl. Wasser. Die feindliche Flotte greift uns an. Okay. Der Feind kennt keine Gnade. Alle Mann an die Ruder. Rückzug. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Hui. Das ist unser Diplomat. Diplomat hat uns verraten. Das ist ja witzig. Das ist sowas von witzig. Ich könnte mich totlachen. Mein Herr? Wir haben keinen Hafen, ne? Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Soll uns recht sein. Mein lieber Scholli. Was will der eigentlich hier, das Reichsmitglied? Jetzt haben wir 69. Und fast fertig. Gut, gut, gut. Ja, was sollen wir machen? Stellung halten! Sie belagern uns! Wir haben es geschafft. Die Palisade ist fertig. So, in Thorn haben wir einen Agenten. Wie kann ich dienen? Den schicken wir hier. Zum. Ich bin Gottes Diener. 90%. Das ist gut, jawohl, das ist sehr gut. Keine Chance, hier irgendwie Punkte zu kriegen.
hier wollten wir eigentlich, ne? Was bauen und rekrutieren. Muss warten. Eine Runde machen wir noch, komm. Die letzte. Wir haben den Hafen nun blockiert, Herr. Mein Herr, wir werden angegriffen. So. Das war's. Was macht hier Polen? Was macht hier Polen? Unser sehr guter Bündnispartner. Gott steh uns bei. Unsere Feinde belagern uns. Unser sehr guter Bündnispartner. Oh, Norwegen ist vernichtet. War der nicht hier irgendwo führend? Ja, wie gesagt, ne? Kaums Beziehung sehr gut. Besser geht's gar nicht. Fällt uns Polen in den Rücken. Ich will nicht sagen, dass es Tradition in Polen ist, aber es war wie bei jeder anderen Stadt auch zu erwarten. Warum, warum, warum? Das ist ein Krieg mit diesem Reich? Wie nett. Ja, es wird sich Polen und uns krallen, ne? Ist ja kein großes Opfer hier. Keine Kunst. Gut, wir sind überall kurz im Exodus. Es könnte ein Ende bedeuten, ganz schnelles. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Nebulon.